diesen Meldauftrag. Und kriegt auch ziemlich gute Urgestein dafür, glaube ich. Warum muss jetzt so ein Event kommen? Aber ist eigentlich gar nicht mal so schlimm, denn dieses Spiel kann man ziemlich gut privat auch immer viel spielen, ne? Also habe ich immer was auch für privat. Ich bete dafür, dass alles gesund bleiben und dass alle gesund bleiben. Was beschäftigt dich? Oh, du bist das Reisende. Du hast die Meteoriten auch gesehen, oder? Zum Glück ist keiner in der Stadt eingeschlagen. Aber ich sorge mich um die, die noch draußen sind. Das muss ein riesiges Chaos sein. Reisende, würdest du dabei helfen, sie zu warnen? Falls Sie eine Zuflucht suchen, können Sie in die Stadt kommen. Alles klar. Vielen Dank, Reisende. Such zuerst nach Lin. Vielleicht weiß sie, wer sich alles noch draußen herumtreibt. Überzeuge sie davon, Zuflucht in Mondstadt zu suchen. Dies ist nicht die Zeit für ein Überlebensabenteuer in der Wildnis. Also, da muss ich Fischler als nächstes leveln, aber ich glaube, das wird gar nicht mal so schwer. Ja, die 26 reichen leider nicht. Ist da vorne nicht? Und dort. Tatsache, es ist aber eine Wand. Die Musik ist so wunderschön. Das ist aber eine andere Quest. Aber ich kann ja mit der reden.
Ich will diesen Stein sammeln. Wo ist der? Auf dem Dach. So, jetzt bringen wir erstmal die hier nach Hause. Unter solchen Bedingungen fällt es schwer, in der Wildnis zu überleben, nicht wahr? Bitte suche Zuflucht in Mondstadt. Zuflucht suchen? Oh, keine Sorge, ich achte auf meine Umgebung, mir passiert nichts. Aber warum bist du noch hier draußen? Du solltest zurück nach Mondstadt. Einer dieser Meteoriten könnte dich treffen. Ja, dich aber auch, ne? Wegen der Leute, die noch draußen sind. Die Leute, die sich draußen rumtreiben? Das sind ziemlich viele, warum fragst du? Sie sollen sich in Sicherheit bringen. Und darum geht's also. Tatsächlich verteilt die Gilde Aufträge deswegen. Ich habe bereits vielen Leuten Bescheid gegeben. Wer nah bei der Stadt lebt, hat sich bereits dorthin begeben. Allerdings haben wir zu wenig Abenteurer für diesen Auftrag, für diese Aufgabe. Viele Leute wissen also noch nichts davon. Wenn du uns aushelfen könntest, wäre das großartig. Lass mich kurz nachdenken. Ah, richtig. Ich glaube, Patchy und Dolan sind immer noch im Tempel der tausend Winde. Ich versuchte sie zu warnen. Doch sie wollte ihre Forschung dort nicht abbrechen. Und dann gibt es noch Wind, die immer noch im Windblickkap verweilt. Die Gilde bat mich, nach ihr zu sehen. Doch ich konnte sie nicht finden. Das sind alle Leute, die mir eingefallen. Fang doch mit denen an. Ich werde das Gebiet noch einmal durchstreifen und allen Bescheid geben, die ich finde, sobald etwas Nahrung vorbereitet habe. Hoffentlich sind sie nicht zu weit weg, ansonsten dürfte die Rückkehr in die Stadt anstrengend für sie werden. Selbst wenn sie wir sie finden. Na, ich gehe zu Fuß, weil dann treffen wir vielleicht noch was. Brauche den. Oh, der ist genau in einem dieser Gebiete. Ah, nee, doch nicht. Weg von dem Kristall! Oh, hier sind noch drei Kristalle auf jeden Fall. Na, dann wird es wahrscheinlich doch heute mehr Genshin geben.
hier ist ein. Warum ist noch. Alter, hier sind überall. Ich nähere mich dem. Ja. Ich nähere mich auch der Mission. Dann gibt es noch die Gion-Türme. Wie gibt es denn bei den Saisonaufträgen? Oh, Meteoritentrümmer und Meteoritenkerne, haha. Ja, die zu finden, ne? Aber es gibt ja schon drei, fast vier Level. Ich finde es cool, dass die immer solche Events machen. Das heißt, dieses Spiel wird niemals langweilig. Das kann ich auch löschen. Was habe ich hier gemacht? Jetzt ist nicht die Zeit um zu forschen. Wir müssen Schutz suchen. Wie ich zuvor schon gesagt, ich lasse mir diese Gelegenheit nicht entgehen. Pardon, aber es ist Zeit, Schutz in Mondstadt zu suchen. Schon wieder. Es ist nicht Zeit dafür. Diese Meteoriten bieten uns womöglich die Gelegenheit, tiefer in den Tempel der tausend Winde vorzudringen. Tiefer in den Tempel? Pachi meint, wenn ein Meteorit den Tempel der tausend Winde trifft, bahnt er uns einen Weg in die inneren Kammern des Tempels oder was auch immer da unten liegt. Alles ist bloß Wunschdenken. Sollte ein Meteorit den Tempel treffen, kommen wir nicht rechtzeitig weg. Wir sollten uns wirklich in Sicherheit bringen. Und falls tatsächlich ein Meteorit den Tempel in tausend Winde trifft und so einen Weg öffnet, können wir später nicht einfach zurückkommen? Aber was? Wenn uns jemand zuvorkommt, wenn du zurück willst, dann geh, ich werde hier warten. Aber, na gut, tut mir leid, Reisende, aber wir beide bleiben noch eine Weile hier.
Keine Sorge, bei Gefahr kümmere ich mich selbst darum. Oh, richtig, hier kam zuvor jemand namens Schuster vorbei. Der wirkte ziemlich erschüttert. Er bat mich um einen Schluck Wasser, dann meinte er, dass er nach Mondstadt müsse und eile weiter. Allerdings rannte er nicht in Richtung der Stadt, sondern in Richtung des Windblickkaps. Vielleicht hat die Furcht seinen Orientierungssinn durcheinander gebracht. Du solltest am Windblickkap nach ihm sehen. Vielleicht läuft er Monstern über den Weg, das wäre nicht auszudenken. Ich werde Patschi Gesellschaft leisten. Und falls wirklich etwas passiert, kümmere ich mich selbst darum. Aber hier ist noch mehr. Oh, das Farmen wird kein Ende nehmen, ne? Ich porte mich aber diesmal. Geht schneller. Und wir haben ja diese Aufgabe gemeistert mit den 7. Ich mag meine Diona. Es gibt weitaus stärkere Charaktere, die ich gezogen habe. Aber trotzdem. Diona ist einfach zu cute. Muss auch noch die Waffen von den ganzen Charakteren aufleveln. Jetzt muss ich diesen Typen suchen, der sich hier verlaufen hat. Hey! Wo bist du? Shiro macht dich schneller down. Doch. Ah, oh, du bist kein Monster. Ich weiß, dass ich das sollte. Ich bin auch hier draußen, um die Leute zu warnen. Ich habe zwar ein paar Umwege genommen, aber trotzdem, warum hast du dich denn da drüben versteckt? Ich ruhe mich nur aus, ja? Ist das ein Problem? Mach dir um mich keine Sorgen. Geh einfach nach Mondstadt zurück oder so. Gefallene Sterne und Monster. Man muss schon verrückt sein, um sich draußen rumzutreiben. Nun treibt sich denn momentan noch jemand draußen rum? Eigentlich habe ich nach Wind gesucht. Nach Windel, oder wie der auch immer genannt wird. Das ist die Nonne, die sich stets am Windblickkap aufhält. Ich habe das gesamte Gebiet abgesucht, aber konnte sie nicht finden. Also habe ich mein Glück woanders versucht. Doch dann sah ich mich eine Gruppe rasender Monster. Ich konnte nur knapp entkommen. Über Umwege schlug ich mich zurück zum Windblickkap. Doch immer noch kein Zeichen von Wind. Ich kann nur hoffen, dass die Nonne wieder zurück in Mondstadt ist. Ich gehe zurück zur Stadt. Das solltest du auch tun. Jetzt ist nicht die Zeit für einen Spaziergänger. Mach aber Spaziergänger. Oh nein, bleib liegen.
glaube, hier fehlt ein Geist. Was wird dich herreißen? Wo warst du? Oh, tut mir leid, ich war am Meer spazieren. War also wohl nicht so leicht zu finden. Was gibt es? Bitte gib dich in der Mondstadt, dort ist es sicher. Sicher? Ah, du meinst diese Meteoriten, ich verstehe, aber... Pass auf, da kommen Monster! Es werden ja immer mehr! Und ich habe kein Feuer. Das ist nicht gut. Ich komme wegen den Kristall nicht an ihn ran, ist das dein Ernst? Danke, das war echt knapp. Und darum solltest du schon suchen. Es tut mir leid, aber ich kann gerade nicht zurück. Diese gefallenen Sterne sind schon seltsam genug. In Zeiten wie diesen wäre es wenig überraschend, wenn ein Sturm wieder die Meere aufrüttelt. Ich muss hier weiter Wache halten. Bis ein Sturm aufzieht, muss ich die Stadt sofort warnen können. Falls ein Sturm... Danke aber für die Nachricht. Ich werde besser aufpassen. So, und was hat das Ganze gebracht? Nichts. Jeder bleibt da, wo er ist. Wow. Ja, morgen kommt ja schon das DLC von Dragon Ball Kakarot, ne? Also da werde ich dann auch mal, dann werden wir morgen wahrscheinlich, wir haben diese Woche genug zu zocken. Also wir können gut warten bis Donnerstag. Du bist zurück, konntest du alle benachrichtigen? Ja, aber keiner von ihnen will zurückkehren. Alle weilen sich? Wenn sie in solchen Zeiten unbedingt draußen bleiben wollen müssen, sie wichtige Pflichten versehen. das ist wahr, die Bewohner von Mondstadt sind wirklich frei wie der Wind. Doch gerade jetzt wünschte ich, sie würden sich ein wenig zügeln. Die Ritter sind wahrscheinlich ebenfalls beschäftigt. Ich werde mir etwas anderes einfallen lassen, um sie zu überzeugen. Danke, Reisende. Ich bete dafür, dass alle gesund bleiben. Und später kommt ein fetter Meteor und zerreißt Mondstadt. Und alle, die draußen geblieben sind, haben überlebt. Haha.
auf jeden Fall noch Meteoritentrümmer und so.